Think Blue. Dieser Slogan steht bei VW für ökologisch nachhaltige Mobilität. Die Wolfsburger haben es sich als Ziel gesetzt, der innovativste und umweltfreundlichste Autohersteller zu werden. Eine weitere neue Entwicklung für die Fortbewegung der Zukunft gab es erstmals in Peking bei der Autochina 2010 zu sehen. Zum Erstaunen vieler handelte es sich um ein Zweirad. Wir denken über das Fahrzeug hinaus, wir denken in Richtung Mobilität allgemein. Wir machen das regelmäßig, wir haben sogenannte Konzeptteams. Das sind Mitarbeiter, die ganz gezielt den Auftrag haben, frei zu denken, sich vom Konventionellen zu lösen und unkonventionelle Lösungen zu suchen, wenn sie Sinn machen. Das sind die Herren, die hinter mir stehen, die haben sich dieses sogenannte E-Bike ausgedacht. Das Besondere daran ist, dass man zusammenfalten kann und in den Kofferraum legen kann, beziehungsweise halt ins Reserverad legen kann, sodass das Fahrzeug im Prinzip ohne irgendeine Einschränkung an Kofferraumvolumen halt eine zusätzliche Mobilität mit sich herumfährt, beispielsweise um dann in der Stadt besondere Ziele zu erreichen oder vielleicht halt auch ganz einfach in der Freizeit weiterhin mobil zu sein, wenn das Auto irgendwo stehen bleiben muss. Ich glaube, eine super Idee und E-Mobilität geht halt übers Auto hinaus. Das E-Bike soll keine Studie sein, die nach der Motorshow in Peking in einem Museum verschwindet. VW will das Zweirad auf die Straße bringen. Wir haben ja halt auch in unserer Organisation eine GmbH, die Produkte um das Fahrzeug herum vertreibt und auch dann halt weiterentwickelt. Und diese Mannschaft beschäftigt sich gerade mit diesem Fahrzeug, um ein Business Case aufzubauen. VW hat gezeigt, dass es in Zukunft durchaus neue Möglichkeiten der Fortbewegung geben wird, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch noch Spaß machen.